Yeah, YouTube, was geht ab? Willkommen zu unserer Top 5 Killstreak Compilation für diese Woche mit euren Einsendungen. Ich freue mich jedes Mal drauf, diesen Scheiß zusammenzuschneiden und dann meinen Senf dazu zu geben. Auf Platz Nummer 5 eine Call of Duty Einsendung vom User iFeelX. Er hat dazu noch geschrieben, ein geiler 7-Mann-Killfeed und damit den Campstrike erreicht. Um es genau zu sagen, hast du eigentlich nur hier schön die eine Flagge da eingelunzt und den ein oder anderen User, der sich da befunden hat, weggeholt. Nicht schlecht, aber leider nur Platz 5 für uns. Auf der 4, F-Energy. Auch hier Call of Duty Ghosts, natürlich gespielt auf dem PC. Du hast geschrieben, nice aim und Multikill Stonehaven. Bessere Qualität als vorherige Einsendung. Sorry für das doppelte Zusenden. Kein Problem, Kollege. Aber diese goldene Waffe, ja, die goldene Tarnung, geht in meinen Augen gar nicht. Wirklich. Absolutes No-Go für mich. Ich weiß nicht, wer sonst noch drauf steht. Ich persönlich tu's nicht. Auf Platz Nummer 3. Call of Duty Black Ops 2 natürlich. Eine Einsendung von The Sunny. Und das sieht schon viel besser aus als die letzten beiden Plätze. Finde ich persönlich. Auch wenn ich natürlich mit dem Spielstil... Ich sag jetzt mal, ich find's cool, weil das ganze Ding ist natürlich auf der Xbox 360 erspielt worden und da habe ich natürlich null Erfahrung. Aber es sieht mir so aus, als ob du gegen, naja, ich sag mal, nicht gerade die stärksten Gegner spielst. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich, der ein oder andere rennt doch mehr oder weniger einfach nur lustig in dich hinein. Trotzdem, danke für deine Einsendung. Auf Platz Nummer 2, Call of Duty Black Ops 2, eine PS3-Einsendung von Lux Penetrator 97 und du hast geschrieben, kommt von einem Luxemburger. Ja, hätte ich mir fast denken können. Die Map kenne ich gar nicht, muss aus dem DLC sein, beziehungsweise ihr könnt mir das dann gerne wieder reinschreiben. Ich finde den Spielstil cool, ja. Schön eine Waffe nach der anderen aufgesammelt, beziehungsweise gut hin und her geswitcht. Deshalb hier Platz Nummer 1. Auf der 1 für diese Woche, Call of Duty Ghosts, eine Einsendung von Mr. Pro Twix. Und du hast geschrieben, Rundenzeit beachten, kein Ton, weil asynchron. Ja, genau das gleiche Problem habe ich auch zwischendurch immer. Und ich finde, du machst es hier am besten von allen, die ich gerade gezeigt habe. Du patrouillierst schön deinen Bereich und greifst den ein oder anderen Gegner damit problemlos an, löscht ihn aus und deshalb bist du hier bei mir. Auf Platz Nummer 1, Mr. Pro Twix für diese Woche. Ich sage, mein Name ist Jim Panse, vielen Dank und ihr seid jetzt wieder dran. Bewertet dieses Video, schreibt mir in die Kommentare, was ihr für eine bessere Position gehalten haben solltet. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche zur nächsten Top 5 Win und Fail und natürlich auch Killfeed und Killstreak Compilation wieder. Ciao und tschüss.